Hallo, herzlich willkommen zum monatlichen ISO-Webinar von ATTAC. Das ist eine Webinarreihe, die sich mit Themen rund um den Bereich sozial-ökologische Transformation und Globalisierung beschäftigt. Es gab schon etliche Webinare in dieser Reihe. Das jetzige heißt Kapitalismus am Limit. Unser Referent ist Markus Wissen. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du hier bist und dass wir gemeinsam über das Thema sprechen können. Mein Name ist Celia Vogel. Ich bin in verschiedenen Zusammenhängen in ATTAC tätig, sowohl auf Bundesebene in der AG Soziale Sicherungssysteme, dort vor allen Dingen im Bereich Gesundheit, auch im Flinterplenum und auf regionaler Ebene in der Regionalgruppe Kassel. Michael Schramm wird die Moderationsbetreuung machen, die Moderation des Chats und ist auch bei ATTAC und Stefan Lindner, der im Hintergrund hier die Technik macht, auch. Wichtig für uns ist immer, dass die Reihe auch weiter existieren kann. Dazu brauchen wir Unterstützung. Also wäre es ganz toll, wenn ihr uns auf der Ebene auch mit Spenden oder mit Aktivitäten unterstützen könntet. Es gibt auch eine Vorbereitungsgruppe, die sich immer um die Veranstaltungsreihe kümmert. Und weitere Informationen findet ihr auf der ATTAC-Website. Ganz wichtig, ihr könnt euch beteiligen über den Chat. Also es wird diesmal keine Zuschaltung geben über Video, wo ihr dann also aktiv sprechen könntet. Und wir freuen uns sehr über jede Anmerkung, jede Frage, die ihr habt. Damit das Ganze übersichtlich bleibt, wäre es aber wichtig, dass die Kommentare nicht zu lang werden und dass ihr euch möglichst klar ausdrückt. Der Ablauf der Veranstaltung wird so sein, dass es keine Folienpräsentation gibt, sondern drei thematische Blöcke und nach jedem Block könnt ihr Fragen stellen, beziehungsweise ihr könnt jederzeit Fragen stellen, aber Michael wird dann Fragen herausgreifen. Und wenn es ganz dringende Verständnisfragen gibt, dann können die natürlich auch währenddessen aufgegriffen werden, während so ein Block noch läuft. Und wir haben das Ganze in drei Teile unterteilt, nämlich die Punkte Standortbestimmung des Kapitalismus, also wo stehen wir im Moment, was ist die besondere historische Situation, in der wir uns gerade befinden, was sind die multiplen Krisen, mit denen wir es zu tun haben. Der zweite Block sind dann Reaktionen darauf. Das kann sowas sein wie ein grüner Kapitalismus oder Autoritarismen. Und der dritte Teil beschäftigt sich dann mit möglichen Auswegen. Und wir hoffen natürlich, dass es zu jedem Bereich dann von euch Fragen geben wird und am Ende aller drei Blöcke wird es dann auch noch mal eine umfassende Diskussion geben. Dann zu unserem Referenten Markus Wissen, der hatte zusammen mit Ulrich Brandt schon das Buch Imperiale Lebensweise geschrieben, 2017, was inzwischen schon so eine Art moderner Klassiker geworden ist. Und in gewisser Weise ist das jetzige Buch, das auch Kapitalismus am Limit heißt, die Fortsetzung davon. Und die beiden haben dafür eine Fellowship von der Rosa-Luxemburg-Stiftung bekommen, die es ihnen ermöglicht hat, dieses Buch zu schreiben. Dann können wir, glaube ich, auch gleich direkt einsteigen hier. Warum jetzt ein weiteres Buch? Also im ersten ist ja schon viel gesagt worden. Warum jetzt das weitere? Ja, also gegenüber dem ersten oder dem Erscheinungszeitpunkt des ersten, das war im Jahr 2017, hat sich die globale Situation, aber auch die Situation auf den nationalen Ebenen doch nochmal erheblich verändert. Mit dem Buch über imperiale Lebensweise 2017 haben wir versucht, eine hegemonietheoretische Analyse eines Zustands oder einer gesellschaftlichen Konstellation vorzulegen, in der bestimmte nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster hegemonial sind. Unsere These war damals, imperiale Lebensweise heißt, ein überproportionaler Zugriff auf Ressourcen, Senken und Arbeitskraft in einem globalen Maßstab. Und das stabilisiert Gesellschaften. Das stabilisiert Gesellschaften, die sich in Krisensituationen befinden. Uli Brandt und ich haben erstmals über dieses Konzept nachgedacht, dieses Konzept entwickelt,
als im Jahr 2007, 2008 die große Finanzkrise begonnen hat. Und unsere Frage war damals, wie kommt es, dass in einer Krise, die mit der von 1929 verglichen wird, also in einer tiefen Krise des Kapitalismus, sich gesellschaftlich, zumindest von links, relativ wenig tut? Was sind die stabilisierenden Momente? Und in diesem Kontext haben wir das Konzept der imperialen Lebensweise entwickelt und gesagt, ja, solange es möglich ist, eben im globalen Maßstab auf Natur und Arbeitskraft zuzugreifen, können sich die Gesellschaften des globalen Nordens auch in Krisenzeiten zumindest so weit stabilisieren und reproduzieren, dass es nicht zu größeren Verwerfungen kommt. Mittlerweile sind wir in einer anderen Situation. Wir befinden uns in einer Situation, in der sich Krisen erheblich zugespitzt haben. Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der Gaza-Krieg, die Zuspitzung der Klimakrise und vieles andere, der Aufstieg der Rechten in vielen Ländern. Das sind Krisenphänomene, die wir mit dem neuen Buch analysieren wollen, die wir in einen Kontext einer Ausbreitung und gleichzeitig zunehmenden Prekärwerden der imperialen Lebensweise verorten. Das wäre so allgemein der Hintergrund, warum wir das Buch geschrieben haben. Ich würde jetzt fortfahren mit ein paar Thesen oder versuchen zu erläutern, was jetzt unsere grundlegende These ist. Ja, also was ich sehr spannend finde, ist, dass es ja so einen kurzen Schreckmoment schon 2008, 2009 gab, der sich aber eben, wie du sagtest, nicht in einer großartigen Destabilisierung geäußert hat. Also ich erinnere mich, dass es zum Beispiel der steigende Ölpreise so gesehen wurde, als ob es jetzt einen harten Schnitt geben müsste, dass vieles gar nicht mehr möglich sei. Und das hat sich dann aber nicht gezeigt. Also warum haben wir jetzt dann eine Zuspitzung, von der du denkst, dass diese Stabilisierung nicht mehr funktioniert? Ja, das ist natürlich Erklärungsbedürfnis, ne? Also der Titel ist sehr gewagt, Kapitalismus am Limit. Man könnte sagen, okay, der Kapitalismus ist eigentlich immer am Limit oder ihm wurde immer schon vorhergesagt, dass er bald seine Grenzen erreicht und dass er durch revolutionäre Prozesse von einer anderen Produktionsweise abgelöst wird oder an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde geht. Das ist, wie wir wissen, historisch nicht eingetreten. Insofern steht natürlich ein Buch, das den Titel Kapitalismus am Limit trägt, unter Rechtfertigungszwang. Das heißt, wir müssen erläutern, was meinen wir mit dem Limit? Was sind das für Grenzen, an die der Kapitalismus gerät? Wir würden sagen, der Kapitalismus gerät in dem Sinne an Grenzen, dass seine Möglichkeiten, die eigenen Widersprüche und die daraus resultierenden Krisenphänomene zu bearbeiten, tendenziell erschöpft sind. Ja. Wie gesagt, der Kapitalismus war immer krisenhaft und oft hat er eben Krisen auch genutzt, um sich zu erneuern. Der Kapitalismus ist eine ganz spezifische Produktionsweise. Eine Produktionsweise, die sich gerade im Modus der Veränderung reproduziert. Wenn man sich andere Produktionsweisen, den Feudalismus anschaut, dann sieht man, dass die sich vor allen Dingen über Stabilität reproduzieren. Aber der Kapitalismus reproduziert sich über Veränderungen, über eine permanente Revolutionierung der Technik, der sozialen Grundlagen, der Produktivkräfte. Das ist der Modus der Reproduktion des Kapitalismus. Das Problem ist nun, wir sind heute mit einer neuen Situation konfrontiert. Man kann vielleicht sagen, dieser Modus der Reproduktion, der funktionierte eine ganze Weile und der funktionierte so lange, wie es möglich war, die Krisentendenzen des Kapitalismus zu externalisieren, das heißt in Raum und Zeit zu verlagern, in der Zeit auf künftige Generationen, im Raum auf Menschen andernorts, aus der Perspektive des globalen Nordens betrachtet, vor allen Dingen in den globalen Süden. Das, so würden wir sagen, ist eine Existenzvoraussetzung des Kapitalismus. Das ist im Prinzip das, was wir mit imperialer Lebensweise meinen. Also die Produktion von sozial-ökologischen Kosten, die dann auf andere in Raum und Zeit verlagert werden. Das ist ein Spezifikum des Kapitalismus. Und davon hängt er ab, er hängt von diesem Außen ab, dass er sich aneignen kann, um sowohl Ressourcen und Arbeitskraft in Wert zu setzen, als auch seine eigenen sozial-ökologischen Kosten dorthin zu transferieren. Die Klimakrise ist beispielsweise so ein Phänomen der Externalisierung. Die CO2-Emissionen werden in der Atmosphäre abgelagert, wenn man so will, und damit wird das Problem auf künftige Generationen verschoben. Wir merken es allmählich schon, ja, aber künftige Generationen werden es stärker merken. Es wird aber nicht nur auf künftige Generationen, sondern eben auch auf die Menschen des globalen Südens verlagert. Das sind diejenigen, die heute schon am stärksten unter der Klimakrise zu leiden haben. Das Problem ist nun, dass diese Möglichkeit der Krisenexternalisierung, also das, was wir als imperiale Lebensweise bezeichnet haben, dass die sich erschöpft haben.
dass sie zunehmend prekär werden, dass sie nicht mehr so funktionieren wie in der Vergangenheit. Die Klimakrise ist das beste Beispiel dafür. Ja? Die ist sozusagen ein Anzeichen dafür, dass sich etwas Grundlegendes verändert hat. Naomi Klein hat das schon vor einigen Jahren in ihrem Buch über die Klimakrise This Changes Everything genannt. Ja? In der Tat ändert das alles. Die Klimakrise, so könnte man sagen, ist der Game Changer. Ja? Andere ökologische Krisenphänomene kommen dazu. Ja? Sie stehen dafür, dass es nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, die sozialökologischen Kosten der kapitalistischen Produktionsweise zu verlagern und dass der Kapitalismus selber an die Grenzen seiner Widerspruchsbearbeitungsfähigkeit gerät, also an die Grenzen seiner Fähigkeit, die selbst produzierten Widersprüche zu bearbeiten. Und es gibt ja jetzt wahrscheinlich auch Lösungsmöglichkeiten oder Lösungsvorschläge innerhalb desselben Systems. Also ein Punkt, der gerne gebracht wird, ist, wir müssen nur bestimmte Technologien einsetzen, dann kriegen wir das Ganze schon in den Griff. Also CO2-Speicherung zum Beispiel, Elektrifizierung, wobei ich zum Beispiel sagen würde, die zunehmende Digitalisierung, gerade auch solche Bereiche wie KI, benutzen ja auch wesentlich mehr Elektrizität. Also wir brauchen jetzt nicht nur einen Ausbau an Kapazitäten von Erneuerbaren, sondern wir brauchen so viel mehr, dass gleichzeitig auch die fossilen Energieträger immer noch weiter verwendet werden. Und das treibt natürlich auch wieder die Krise an. Ja, das ist richtig. Ja. Also wir erleben natürlich einen massiven Zubau an erneuerbaren Energienkapazitäten, aber nach wie vor ist Peak Oil, Peak Coal nicht erreicht. Ja. Nach wie vor werden immer noch große Mengen an fossilen Energieträgern verbrannt, obwohl wir eigentlich aus klimapolitischen Gründen sofort damit aufhören müssten. Das Problem besteht aber nicht nur darin. Das Problem besteht auch in der Art und Weise, wie die ökologische Modernisierung des Kapitalismus betrieben wird. Ja, selbst wenn wir, und das ist absehbar, perspektivisch einen Rückgang der Verbrennung von fossilen Energieträgern erleben, ist die Art und Weise, wie die ökologische Modernisierung des Kapitalismus stattfindet, fatal. Sie wird nicht dazu beitragen, die Widersprüchlichkeit, die sozialökologische Widersprüchlichkeit des Kapitalismus zu bearbeiten bzw. diese Widersprüche zu überwinden. Der Kapitalismus ist wahnsinnig effizient in gewisser Weise. Also er ist in der Lage, sich permanent, ich hatte eben darauf hingewiesen, zu erneuern. Er ist in der Lage, Effizienzsteigerung auch im Hinblick auf den Ressourcenkonsum zu schaffen. Ja, also beispielsweise im Bereich der Automobilität. Auch die Verbrenner werden immer effizienter. Sie verbrauchen auf 100 Kilometern immer weniger Benzin. Ja. Das sind Steigerungen in der Ressourcenproduktivität und der ökologischen Effizienz. Das Problem ist nur, die werden überkompensiert, weil die Autos auch immer mehr und immer größer werden. Ja. Der Kapitalismus ist in der Lage, die ökologische Effizienz zu steigern. Er ist auch in der Lage, die Konsistenz zu steigern. Also Effizienz, Konsistenz sind zwei wichtige Termini, zwei wichtige Begriffe aus der Nachhaltigkeitsdebatte. Konsistenz würde bedeuten, dass die stoffliche Basis sich verändert. Um beim Beispiel der Automobilität zu bleiben, die Elektroautomobilität wäre ein Zuwachs an Konsistenz. Ja. Das heißt also, man geht über von der Verbrennung fossiler Energieträger hin zu erneuerbaren Energien, mit denen die Autos betrieben werden. Damit ist Automobilität natürlich immer noch nicht komplett konsistent, weil wir wissen, dass eben der Strommix nicht nur aus erneuerbaren Energien stammt. Und wir wissen, dass die Autos auch irgendwie produziert werden müssen und dass nicht erneuerbare Ressourcen in die Produktion der Autos eingehen. Aber nichtsdestotrotz wäre die Elektroautomobilität in der Hinsicht auf die Nutzung des Autos ein Schritt in Richtung Konsistenz. Das alles kann der Kapitalismus bewerkstelligen, das kann er schaffen. Ja. Aber das Problem ist, es geht nie, und das wäre die dritte entscheidende Variable in der Nachhaltigkeitsdebatte, es geht nie um Suffizienz. Also es geht nie um die Frage, wie viel ist genug? Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was lassen wir besser weg? Wie kann man ein gutes Leben in ökologischen Grenzen führen? Diese Frage kann man unter kapitalistischen Bedingungen nicht aufwerfen. Denn die Suffizienzfrage ist eine Frage, die nicht vom Markt, sondern nur unter den Bedingungen demokratischer Deliberation beantwortet werden kann. Und das ist im Kapitalismus so nicht vorgesehen. Solange aber diese Frage nicht gestellt wird, solange besteht die Gefahr, dass die Effizienz und die Konsistenzsteigerung, zu denen der Kapitalismus ja durchaus in der Lage ist,
durch pure Wachstumseffekte überkompensiert werden. Also diese Idee der Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Umweltbelastung und vom Ressourcenverbrauch ist eine Illusion. Das zeigt die Degrowth-Debatte, das zeigt die ökologische Ökonomie, das funktioniert nicht. Wenn die Wirtschaft wächst, dann wächst in aller Regel auch der Ressourcenverbrauch. Man kann punktuelle Entkopplungen beobachten. Es gibt zum Teil eine relative Entkopplung. Ja. Also das heißt, der Ressourcenverbrauch wächst weiter, aber eben nicht so schnell wie die Wirtschaft. Ja. Es gibt zum Teil auch punktuelle absolute Entkopplungen. Also in Deutschland gehen die CO2-Emissionen zurück, auch wenn die Wirtschaft wächst. Aber auf einer globalen Ebene und im Hinblick auf alle Indikatoren findet keine absolute Entkopplung statt. Und selbst wenn sie stattfinden würde, wäre sie nicht schnell genug, um die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen. Das ist unter Bedingungen des Wirtschaftswachstums nicht möglich. Und deswegen sind alle Versuche, den Kapitalismus mit technischen Mitteln auf dem Weg der ökologischen Modernisierung aus seiner ökologischen Krise herauszuführen, zum Scheitern verurteilt. Also damit ist eigentlich diese Frage, ob der grüne Kapitalismus funktionieren kann, von dir ja schon beantwortet worden. Ich habe den Eindruck, dass es in der Debatte aber nicht nur die gibt, die sagen, die Technologie rettet uns, sondern auch die, die sagen, nein, wir machen einfach so weiter wie vorher. Das ist, die Probleme sind sie eh eingebildet und wir haben jeweils immer eine Lösung gefunden, egal ob man jetzt künstlichen Dünger erfunden hat oder gentechnisch veränderte Pflanzen, andere Produktionsprozesse und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der zum Teil in dem nächsten Abschnitt dann auftauchen wird mit Autoritarismus, dass es Parteien gibt oder Gruppierungen oder Segmente von Bevölkerung und auch Eliten, die sagen, wir brauchen nicht zu verzichten und wir brauchen uns nicht zu ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Ja, also ich meine, die Kräfte, die du jetzt angesprochen hast, auch die autoritären Kräfte, die würden ja noch nicht mal sagen, wir brauchen die Technologien, um den Kapitalismus zu modernisieren. Die würden sagen, es kann so weitergehen wie bisher. Das Problem existiert gar nicht, die Klimakrise existiert nicht. Und wenn sie existiert, ist sie nicht menschengemacht. Ja? Das heißt, wir können sowieso nichts dagegen tun. Also können wir auch den Verbrenner weiterfahren. Ja? Die würden vielleicht noch von Naturschutz reden, ja, und sagen, okay, wir schützen unsere heimische Natur, indem wir Migranten und Migrantinnen daran hindern, nach Deutschland zu kommen. Ja. Weil wenn die alle kommen, dann werden die Ressourcen überlastet. Ja. Das ist eine rassistische und nationalistische Kodierung der ökologischen Krise, die ein beliebtes Argumentationsmuster rechter Kräfte ist. Also sie leugnen im Prinzip die ökologische Krise zumindest als Krise der Überlastung der Ökosysteme, zumindest als Krise der Überlastung der Senken, der CO2-Senken, als Krise des Klimas, ja. Sprechen von Naturschutz, aber kodieren das rassistisch und nationalistisch. Ja. Andere, dazu würde ich jetzt zum Beispiel die FDP oder auch Teile der anderen bürgerlichen Parteien rechnen, sagen, okay, das löst der Markt. Ja. Wir müssen nur Feinsteuerungen vornehmen, damit technologische Innovationen auf den Weg gebracht werden können. Dann kriegen wir die Sache in den Griff. Und die FDP redet permanent von Technologieoffenheit. Ja. Also damit begründet sie eben auch ihren Widerstand gegen das Verbrenner aus. Sie sagt, alternative Kraftstoffe, Wasserstoff oder E-Fuels und so ein Zeug können gewissermaßen den Verbrenner über sein Ende hinaus retten, beziehungsweise das Ende des Verbrenners verlängern oder auch gar obsolet machen. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil diese alternativen Brennstoffe, die von der FDP und anderen gehypt werden, sind, was die Energieeffizienz angeht, äußerst schlecht. Also dagegen müsste man quasi schon die batterieelektrische Mobilität verteidigen, ja, auch wenn wir wissen, dass sie natürlich nicht ausreicht und dass ein Setzen auf die Antriebswende in keinster Weise problemadäquat ist. Aber das sind Tendenzen, die wir beobachten können. Und diese Tendenzen haben durchaus in den letzten Jahren einen Auftrieb gewonnen. Dieser Konsens war es nie so richtig, aber diese Stärke der ökologischen Modernisierung, die sich noch am Ende der 2010er Jahre, also institutionalisiert dann im European Green Deal, zeigte, die ist heute nicht mehr so da. Sie steht zunehmend unter dem Einfluss rechter Kräfte. Sie wird zunehmend von rechten und neoliberalen Akteuren bekämpft. Wie schätzt du das jetzt ein unter der neuen EU-Kommission, also nach den Wahlen? Es gab ja gewisse Zugeständnisse von der Leyen.
Aber siehst du den Trend trotzdem in die Richtung, dass sich eigentlich gegen Klimaschutz, gegen Naturschutz, gegen Umweltschutz gewendet wird, weil es heißt, man könne sich das zum Beispiel wirtschaftlich auch gar nicht leisten. Man würde zurückfallen gegenüber anderen Wirtschaftsräumen. Ja, ich glaube, das Bild ist differenzierter, ja, weil gerade die Umwelttechnologien ja auch ein Medium der internationalen Konkurrenz sind. Ja. Also man muss sich einfach nur das Verhältnis zwischen der EU und China angucken. In China wird massiv auf Elektroautomobilität, und zwar auf den batterieelektrischen Antrieb gesetzt. Die EU hat das lange Zeit verschlafen. Die fossilen Autokonzerne der EU haben lange Zeit darauf gesetzt, dass es mit dem Verbrenner irgendwie weitergeht. Und die Quittung bekommen sie jetzt präsentiert. Sie verlieren Marktanteile auf dem enorm wichtigen chinesischen Markt. Umgekehrt werden die chinesischen Autokonzerne immer stärker auf dem europäischen Markt, weil sie nämlich das tun, was die etwa vor allem die deutschen Autokonzerne über Jahrzehnte lang versäumt haben, nämlich kleine, energieeffiziente Autos herzustellen und in diesem Fall sogar mit Elektromotor. Ja. Insofern sind Anstrengungen in puncto Batterietechnologie oder nicht Verkehrswende, aber Antriebswende in Richtung Elektroautomobilität, sind Anstrengungen in diese Richtung auch ein Medium, internationale Konkurrenzfähigkeit zurückzugewinnen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Kräfte, die hinter den European Green Deal zurück wollen. Parlamentarisch hat sich da, ja, die Rechte hat an Stärke gewonnen, aber nichtsdestotrotz haben die Kräfte, die im Europaparlament den European Green Deal stützen, nach wie vor die Mehrheit. Das Problem ist eher, dass die Europäische Kommission im Ministerrat zunehmend mit rechten Regierungen zu tun hat und dass die natürlich auch bei der Gesetzgebung ein Wörtchen mitspielen und dass die sich intern in ihren Ländern vielleicht auch mit einer Politik gegen das Aus des Verbrenners, das ja für 2035 vorgesehen ist, zu profilieren versuchen. Das ist ein Problem. Und wie sich das entwickelt, das wird sich noch zeigen. Es wird nicht möglich sein, den European Green Deal oder die ökologische Modernisierung gänzlich zurückzutreten. Dafür sind die Kapitalfraktionen, die diese Modernisierung vorantreiben, mittlerweile zu wichtig geworden. Dafür sind grüne Branchen mittlerweile volkswirtschaftlich viel zu bedeutsam. Dafür sind die Technologien, die für eine ökologische Modernisierung gebraucht werden, auch viel zu ausgereift, als dass man das einfach nur stoppen könnte. Ja. Das funktioniert so ohne weiteres nicht mehr. Die Kräfteverhältnisse, die technologischen Bedingungen sind heute andere als noch vor 10, 20 Jahren. Die Frage ist, was sich dabei herausbildet. Man kann es schlecht abschätzen. Das hängt natürlich von künftigen Konflikten, von Dynamiken ab. Aber ich glaube, was wir erleben werden, und das hat sich ja bereits in der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission gezeigt. Und dafür hat es des Aufstiegs der Rechten oder dafür hat es der zunehmenden Präsenz der Rechten im Europäischen Parlament noch gar nicht bedurft. Was sich zeigt, ist, dass wir es mit einer Artikulation, einer Verbindung von grünen und, wenn man so will, braunen fossilen Elementen zu tun haben, auch mit autoritären Elementen. Das hat auch die letzte Legislaturperiode bereits gezeigt. Die hat ja nicht nur den European Green Deal hervorgebracht mit seinen vielfältigen Gesetzespaketen, sondern eben auch eine erhebliche Verschärfung der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Und für diese hat es noch nicht mal die Rechten gebraucht, das haben die bürgerlichen Parteien beschlossen. Also hier zeigt sich dieses Zusammenspiel zwischen grünen und autoritären Elementen sehr deutlich. Einerseits der European Green Deal als ein groß angelegtes ökologisches Modernisierungsprogramm, aber andererseits eben die Abschottung der EU gegenüber außen, gegenüber Geflüchteten, also wenn man so will, gegenüber diejenigen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil eine Jahrzehnte- und jahrhundertelange europäische Politik ihnen die Lebensgrundlagen entzogen hat. Das ist so die Perspektive, die ich sehe. Der Mario Candeias hat das mal als grünen Katastrophenkapitalismus bezeichnet. Ja. Ich finde, das ist ziemlich treffend. Ja. Das ist das, worauf es hinausläuft. Wir haben einen Katastrophenkapitalismus, der einhergeht mit ganz starken autoritären Elementen oder mit Autoritarisierungstendenzen einerseits, aber der ist gespickt mit Elementen einer ökologischen Transformation, einer ökologischen Modernisierung andererseits, die allerdings nur punktuell die Widersprüche des Kapitalismus bearbeiten werden und ihrerseits wieder neue sozial-ökologische Folgen zeitigen, die sie externalisieren. Beispiel hierfür ist auch die Elektroautomobilität und
etwa zum Beispiel die Extraktion der Ressourcen, die für Batterietechnologien nötig sind, wie zum Beispiel Lithium in Chile. Beispiel ist Wasserstoff, grüner Wasserstoff, ja, der jetzt in Ländern des globalen Südens hergestellt werden soll, weil dort mehr Kapazitäten vorhanden sind und so weiter. Das sind neokoloniale, grünkoloniale Tendenzen, die dafür stehen, dass auch der ökologisch modernisierte Kapitalismus seine sozialökologischen Folgen externalisiert und andere darunter zu leiden haben. Ja, ich bringe mal die ersten Fragen und Kommentare aus dem Chat rein, um diesen Block auch so ein bisschen abzuschließen. Wichtiger Punkt war immer wieder die Frage, Kapitalismus als Finanz-, als Geldsystem ist eigentlich doch im Widerspruch, sowohl zu den planetaren Grenzen als auch überhaupt zum Überleben der Menschheit. Ein zweiter Kommentar hat verwiesen auf das neue Buch von Kohei Saito, der ja auch spricht von Kommunismus der Commons. Ihr referenziert in eurem Buch ja auch auf Saito an einer Stelle. Eine weitere Frage muss ich gestehen, sagt mir das Schlagwort gar nichts, aber vielleicht dir ja doch, Markus. Giant Leap in Earth for All, ist das ein hoffnungsvoller Weg? Giant Leap in Earth for All. Also ein Begriff, den ich auch noch nicht gehört hatte, aber ich gebe ihn jetzt hier mal weiter. Ja, und es heißt nicht der Kapitalismus, sondern die Industriegesellschaft steht zur Disposition. Kapitalismus als letztes Mittel der Expansion des Industrialismus. Also auch ein Stück auf den Fordismus eingehend, den ihr ja auch im Buch thematisiert. Und abschließend hier noch als letztes Stichwort, das Problem des Bevölkerungswachstums nicht außer Acht zu lassen. Vielen Dank für die Nachfragen und Anmerkungen. Ja, ich gehe hier einfach der Reihe nach durch. Kapitalismus als Geldsystem, das ist natürlich ziemlich wichtig. Ja, darauf hat Elmar Altvater immer hingewiesen in seinen Arbeiten, dass der Kapitalismus ein ökonomisches System ist, das einer monetären Restriktion unterliegt. Ja, viele Investitionen werden getätigt, indem vorher Kredite aufgenommen werden. Ohne Kredite keine Investitionen. Aber diese Investitionen müssen sich natürlich amortisieren und dafür müssen Unternehmen wachsen. Das heißt, sie müssen produzieren, sie müssen expandieren und sie müssen so wachsen, dass sie in der Lage sind, ihre Kredite zurückzuzahlen, sodass sich die Investitionen amortisieren. Und das ist natürlich mit einer ökologischen Nachhaltigkeit nicht so ohne weiteres vereinbar. Insofern unterliegt der Kapitalismus einer monetären Restriktion, die ihn zum permanenten Wachstum zwingt. Ja. Das ist ein Problem, das ist ein strukturelles Problem, das ist in den Mechanismen des Kapitalismus angelegt. Kohei Saito, Degrowth-Kommunismus ist so sein Stichwort. Ja, die Frage ist, ob wir das jetzt diskutieren oder ob wir das vielleicht für den zweiten, letzten Block lassen. Also ich fand das Buch ziemlich gut von Kohei Saito und finde, dass er da eine sehr, sehr gute Zeitdiagnose vorgelegt hat, dass er sich auf die Degrowth-Debatte bezieht, dass er versucht, Marx mit dem Degrowth-Konzept zu verbinden oder sozusagen Marx als Degrowth-Denker zu reinterpretieren. Das ist ja so das, was er auch schon in früheren Büchern gemacht hat, dass er gezeigt hat, dass Marx eigentlich ein ökologischer Denker ist. Und das hat er hier nochmal so populärwissenschaftlich aufbereitet. Und das ist meines Erachtens sehr weiterführend. Also zu schauen, wo gibt es bereits ökologische Spuren im Marxischen Werk. Marx wird ja oft auch mit Produktivkraftentwicklung und mit Wachstum und mit technischen Lösungen in Verbindung gebracht. Aber faktisch war Marx vor allen Dingen in seinen letzten Jahren und Jahrzehnten ein ökologisch enorm reflexiver Denker, der, so sagt es Kohei Saito, den ökologischen Widerspruch zunehmend als den zentralen Widerspruch des Kapitalismus begriffen hat. Das ist ein interessanter Punkt, ja, und das ist wirklich ein sehr interessanter Ansatz, um Marx auch für die Degrowth-Debatte fruchtbar zu machen. Giant Leap to Earth for All. Ja, ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, ob sich das auf den Club of Rome Report bezieht, Earth for All. Wurde im Nachklapp hier nochmal so konkretisiert, ja. Also genau, Club of Rome als Stichwort. Ah, okay. Und ja,
Ich denke, dieser Bericht des Club of Rome ist jetzt einer, der sehr umfassend die ökologische Krise beschreibt und gleichzeitig die ökologische Krise mit der sozialen Krise verbindet. Das ist etwas, was man meines Erachtens in einem, sagen wir mal, aufgeklärten Mainstream jetzt zunehmend beobachten kann, dass soziale Fragen in die ökologische Krisenbeschreibung mit eingebunden werden. Das halte ich für sehr weiterführend. Das halte ich für wichtig. Es ist noch am Anfang, ja, man sieht das auch bei den sogenannten Erdsystemwissenschaften, also den Wissenschaften, die sich Gedanken über die Entwicklung der erdsystemaren Prozesse, also jener Prozesse, die das ökologische Gleichgewicht auf Erden bisher erhalten haben, machen. Also die Planetary Boundaries, die planetarischen Grenzen berechnen. Das waren bisher Ansätze, die immer einen sehr globalen Blick hatten. Auch der Club of Rome hatte das früher in seinen früheren Berichten, einen sehr globalen Blick auf den Ressourcenverbrauch, der gesellschaftlich nicht weiter differenziert. Was wir nun zunehmend beobachten können, ist, dass in diese globalen Krisenbeschreibungen zunehmend soziale Fragen eingebaut werden, dass soziale Differenzierungen eingebaut werden, dass differenziert wird, wer nun welchen ökologischen Fußabdruck hat und wo folglich anzusetzen wäre, wenn es darum geht, den Gesamtfußabdruck der Menschheit zu senken. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Gewinn, ja, und damit kann man arbeiten. Hier zeigt sich durchaus, dass bestimmte Perspektiven ja sensibler gegenüber der sozialen Frage werden und dass die sozial-ökologische Frage in den Vordergrund auch von bestimmten Ansätzen, die bisher im Mainstream eher nur auf einen globalen Blick auf die ökologische Krise eingenommen haben, zu erkennen sind. Die Frage des Bevölkerungswachstums, zum Industrialismus komme ich dann gleich noch, die damit zusammenhängt. Ja, das ist in der Tat etwas, was früher immer im Vordergrund stand, ja. Was zum Teil heute auch noch im Vordergrund stand. Der Club of Rome hat anfangs sehr stark damit argumentiert, also etwa in seinem Bericht Grenzen des Wachstums, der 1972 veröffentlicht worden ist, das ist sozusagen der erste große und mit viel Aufmerksamkeit bedachte Bericht gewesen. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend. Ja, klar, es gibt natürlich auch absolute Grenzen des Bevölkerungswachstums, aber viel entscheidender als die absolute Zahl der Menschen, die die Erde bewohnen, ist die Art und Weise, wie sie auf Natur zurückgreifen, sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen sie sich Natur aneignen und Natur auch belasten. Und hier zeigen sich ganz erhebliche Unterschiede. Man muss sich einfach nur mal den ökologischen Fußabdruck eines durchschnittlichen US-Amerikaners oder Europäers angucken und ihn mit dem durchschnittlichen Fußabdruck eines Menschen in Bolivien oder in einem anderen Land des globalen Südens vergleichen. Da wird man sehen, dass es da unglaublich große Unterschiede gibt. Das bezieht sich auf den ökologischen Fußabdruck allgemein, das bezieht sich auf den CO2-Fußabdruck allgemein, auf den CO2-Fußabdruck, das bezieht sich auf andere Indikatoren, Umweltindikatoren, was den Wasserverbrauch und alles andere angeht. Ja. Das bedeutet also, es geht gar nicht so sehr um die absolute Zahl der Menschen auf Erden. Es geht vielmehr darum, wie eine relative Minderheit von Reichen Natur vernutzt. Ja. Das zeigt mittlerweile auch die globale Ungleichheitsforschung. Also das globale, die reichsten 1% der Weltbevölkerung sind vor, ich glaube, für 10% oder 15% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und die untere ärmere Hälfte, die unteren 50% sind für, ich weiß es nicht genau, also eine einstellige oder knapp zweistellige Zahl der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Also diese Zahlen zeigen, dass es nicht die absolute Zahl ist, die entscheidend ist, sondern es sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, es sind die Positionen, die Menschen in der Gesellschaft einnehmen, die dazu führen, dass manche die Erde über Gebühr strapazieren, während andere relativ wenig zu der ökologischen Krise beitragen. Und wenn wir nun daraus die Schlussfolgerung ziehen, dann würde das bedeuten, okay, Bevölkerungswachstum ist erstmal gar nicht so zentral. Vielmehr müssen wir den Ressourcenkonsum und die Umweltbelastung derjenigen einschränken, die die Erde über Gebühr strapazieren. Es gibt mittlerweile einen sogenannten, nicht mittlerweile, es gibt es schon länger, einen sogenannten Budgetansatz, der eben berechnet, wie viel CO2-Emissionen einem Erdenbewohner, einer Erdenbewohnerin pro Jahr zustehen. Das sind ungefähr, ich weiß nicht, 1,7 Tonnen oder so. Ja. In Deutschland sind wir bei 9 oder 10 Tonnen. Ja. In den USA sind es noch mehr. China hat mittlerweile fast ein europäisches
Niveau erreicht, aber in den meisten Ländern des globalen Südens, die ja immer wieder herangezogen werden, wenn es darum geht, die Gefahr des Bevölkerungswachstums zu beschwören, sind die Menschen deutlich unter diesen 1,7 Tonnen. Ja. Das bedeutet eben, dass das Problem die Reichen sind, die viel zu viel konsumieren. Und wenn der Überkonsum, die Überproduktion der Reichen reduziert werden würde, dann müssten wir über sowas wie das Bevölkerungswachstum erstmal nicht weiter unseren Kopf uns den Kopf zerbrechen. Industrialismus, ja, gut, ich finde diesen Begriff immer ein bisschen schwierig, ja, weil dahinter die Spezifika des Kapitalismus so ein bisschen verloren gehen. Industrialismus ist irgendwie alles, ja. Das ist auch das, was im Ostblock vor dem Fall der Mauer vorherrschte oder anzutreffen war. Klar, da gab es jede Menge Umweltverschmutzung, das würde ich überhaupt nicht leugnen, ja. Aber ich denke, wenn wir den spezifisch kapitalistischen Industrialismus beziehen wollen, dann bekämpfen wollen oder begreifen wollen, dann brauchen wir einen Begriff von Kapitalismus. Da reicht uns der Industrialismus nicht aus. Wir werden mit dem Industrialismusbegriff sehen, dass Industriegesellschaften ja einen sehr hohen Durchsatz an Stoff und Energie haben, aber wir werden nicht begreifen, warum das so ist. Ja. Wir laufen eher Gefahr, in so einen technologischen Determinismus oder Ökonomismus reinzufallen. Die Produktivkräfte entwickeln sich immer weiter und deshalb werden viel Ressourcen verbraucht und wird die Umwelt in starkem Maße belastet. Ja. Aber warum ist das denn so? Ja? Das verstehen wir nur dann, wenn wir einen Kapitalismusbegriff haben. Was bedeutet Kapitalismus? Also Kapitalismus ist eine Produktionsweise, ich hatte eben bereits darauf hingewiesen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich im Modus der Transformation reproduziert. Zwei zentrale Merkmale des Kapitalismus sind zum einen die Kommodifizierung der Arbeitskraft. Also das heißt, dass die Reproduktion der Arbeitskraft marktabhängig wird. Die Menschen, die normalen Menschen, sofern sie nicht über Produktionsmittel verfügen, sind, so hat Marx das gesagt, doppelt frei. Ja. Sie sind frei von feudalen Herrschaftsverhältnissen, von persönlichen Herrschaftsverhältnissen, denen sie unterworfen sind und von der, wenn man so will, Abpressung von Mehrwert mittels Zwangs. Ja. Sie sind aber auch frei von der Verfügung über jene Mittel, die sie brauchen, um ihr Leben zu unterhalten, um ihr Einkommen zu erwirtschaften. Ja. Sie sind frei in einem doppelten Sinne, frei von feudalen Herrschaftsverhältnissen, aber auch frei von einem Stück Land, von Vieh, von Technik, von Produktionsmitteln, die sie bräuchten, um selbstständig ihr Lebensunterhalt erwirtschaften zu können. Die Folge ist, dass sie in ihrer Reproduktion marktabhängig werden. Das heißt, sie müssen ihre Arbeitskraft auf dem Markt verkaufen, sie müssen ihre Arbeitskraft an einen Kapitalisten verkaufen, hoffen, dass ein Kapitalist ihre Arbeitskraft kauft, sie im Produktionsprozess einsetzt, ihnen einen Lohn zahlt, damit sie sich von diesem Lohn die lebensnotwendigen Dinge kaufen können. Das ist ein wichtiges Merkmal des Kapitalismus. Das führt zu Konkurrenz zwischen den Arbeitenden selbst. Ja, das kann zu Entsolidarisierung führen. Ein zweites Merkmal des Kapitalismus, das in unserem Zusammenhang hier noch wichtiger ist, ist, dass der Kapitalismus eine Produktionsweise ist, deren treibendes Motiv nicht die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die Erwirtschaftung von Profit ist. Eine Produktionsweise, die von der Profitmaximierung vorangetrieben wird. Und das ist gar nicht so sehr ins Gutdünken der Kapitalisten gestellt. Das ist auch nicht einfach was Industrialistisches, sondern das ist etwas, was vermittelt über die kapitalistische Konkurrenz durch sich durchsetzt. Ja. Auch die Kapitalisten können nicht anders. Ja. Selbst wenn sie wollten, müssten sie sich dem fügen und müssten versuchen, permanent ihre Produktionsmittel zu erweitern, zu revolutionieren, zu erneuern, um wachsen zu können und damit eben ihre Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen oder zumindest in der Konkurrenz bestehen zu können. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie selber aus dem Feld geschlagen und werden früher oder später verschwinden. Und das ist das Fatale. Das sind zwei ganz konkrete Eigenschaften. Das Letztere ein ganz konkreter Mechanismus der kapitalistischen Produktionsweise, der in dem Begriff des Industrialismus meines Erachtens etwas untergeht. Ja. Um die ökologische Destruktivität der Gesellschaft, in der wir heute leben, begreifen zu können, müssen wir eben diese Mechanismen in Rechnung stellen. Und dafür brauchen wir einen Begriff von Kapitalismus, der des Industrialismus reicht, dafür meines Erachtens nicht aus. Okay, vielen Dank erstmal für den ersten Block auch an Antworten auf die Anmerkungen und Fragen aus dem Chat. Celia, wenn du einverstanden bist, lass uns zum zweiten Block rüberspringen. Ja, ich denke, das passt ganz gut. Also wir haben jetzt ja schon einiges auch vorweggenommen. Also gerade dieser Punkt,
Modernisierungszwänge, aber auch Teuerung. Und was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel der Punkt, wenn der Ölpreis steigt, dann werden auf einmal auch Produktionsformen wie Fracking attraktiver, die vorher vielleicht zu teuer waren. Und die verstärken natürlich auch wieder weitere Probleme. Aber solange noch genügend Profit gemacht werden kann, läuft das Ganze ja weiter. Also, aber du gehst davon aus, dass das ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktionieren kann, weil es zu teuer wird. Ja, also ich würde sagen, dass die sozial-ökologischen Kosten steigen. Ja, also in der ökomarxistischen Debatte gibt es so die Figur der Cheap Nature. Das ist eine Figur, die Jason Moore vor allen Dingen sehr stark gemacht hat. Ja. Cheap Nature, billige Energie, billige Rohstoffe, billige Arbeitskräfte. Ja. Jason Moore würde sagen, aufgrund der Zuspitzung der ökologischen Krise verschwindet Cheap Nature. Die Kosten für die Produktion steigen, die Reparaturkosten steigen. Es kommt zu einer, das hat ein anderer Ökomarxist, James O'Connor, gesagt, zu einer Unterproduktion der Produktionsbedingungen. Also die Natur ist nicht mehr in dem vorhanden, dem Maße vorhanden oder zu den Kosten verfügbar, zu den billigen Preisen verfügbar, die das Kapital braucht, um sich rentabel reproduzieren, erweitert reproduzieren zu können, um wachsen zu können. Ich denke, das ist nicht nur eine Frage der Ressourcen. Ja, ich meine, das wurde auch schon öfter so prognostiziert. Ja, von Peak Oil wurde oft schon gesprochen. Dann wurde plötzlich Fracking entdeckt. Dann wurden Tiefseelagerstätten des Öls entdeckt, sodass die Diskussion um Peak Oil mittlerweile doch etwas leise geworden ist. Ja, es gibt offensichtlich noch genug Öl. Ja, und wie du schon sagtest, also je stärker dann Regierungen vielleicht auch versuchen, den Ölpreis zu regulieren oder eben das ja, oder zu besteuern, desto attraktiver werden dann eben nicht konventionelle Förderung des Öls. Ja. Oder wenn man so will, wird auch die konventionelle Förderung wieder, wenn man, also es wird attraktiv, weil oder sagen wir so, die konventionellen Ressourcen werden dann ausgebeutet, sie werden auf den Markt geschmissen, sie werden billig, weil sie nicht mehr so stark nachgefragt werden und dann werden sie wieder stärker nachgefragt, weil das Angebot da ist und die Preise runtergehen. Ja. Also es sind alles Möglichkeiten, die denkbar sind. Ja. Aber ich glaube, dass perspektivisch an dieser These vom End of Cheap Nature etwas dran ist. Ja. Und das zeigt sich eben nicht notwendigerweise nur an den Ressourcen, da teilweise auch. Wir wissen nicht, wie sich das mit der Lithiumkonkurrenz entwickelt. Wir wissen nicht, wie sich das mit der Konkurrenz um andere metallische Ressourcen entwickelt, die ja nicht nur für die Energiewende, sondern auch von dir eben bereits angesprochene Digitalisierung gebraucht werden. Das kann ja durchaus auch zu wahnsinnigen Kostensteigerungen führen. Das kann dazu führen, dass es zu Monopolisierungseffekten kommt. Wir sprechen in unserem Buch von ökoimperialen Spannungen, die um diese Ressourcen die sich an diesen Ressourcenfragen entzünden. Also wenn die Welt nicht mehr, wie das noch vor 20 Jahren imaginisiert wurde, von einer neoliberalen Globalisierung beherrscht wird, sondern von Mächten, die sich versuchen, die strategischen Ressourcen unter den Nagel zu reißen, dann kann es ganz schnell zu einer Verknappung des Angebots kommen und zu Kosten der Unternehmen. Aber wenn wir davon sprechen, dass die Kosten für das Kapital steigen, dann haben wir auch noch was anderes im Sinn. Denn wir werden künftig mit immer häufigeren und immer schwerwiegenderen und deswegen immer kostspieligeren Katastrophenereignissen konfrontiert sein. Also die Katastrophen der jüngeren Zeit geben davon nur einen Vorgeschmack. Wir sind jetzt bei etwa 1,1 Grad Erderwärmung. Also die globale Durchschnittstemperatur hat sich gegenüber dem vorindustriellen Durchschnitt um etwa 1,1 Grad Celsius erwärmt. Das Ziel ist, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Alle anzunehmenden Klimawissenschaftler sagen, das funktioniert nicht mehr. Wenn wir Glück haben, kommen wir bei 2 Grad raus. Aber bei 1,1 Grad erleben wir schon eine enorme Häufung von Katastrophen. Und das wird sich fortsetzen, je wärmer die Temperaturen werden. Und die Bewältigung dieser Katastrophen, Flutkatastrophen, Waldbrände, Dürren, Trockenheiten, die ist so immens kostspielig, dass damit natürlich auch für das Kapital Rentabilitätsprobleme aufgeworfen werden. Das muss man erstmal in Rechnung stellen. Das wurde schon Also lange wie berechnet. viel von diesen Kosten wird denn dann wirklich von den Unternehmen getragen? Also bei größeren Katastrophen springt im Moment zumindest in den wohlhabenden Staaten auch oft der Staat ein.
Das wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktionieren, aber im Moment wirkt es auf mich so, dass klar, es wird schwieriger, in bestimmten Gegenden überhaupt noch ein Haus versichert zu bekommen. Aber die Ahrtalüberflutung wird ja wahrscheinlich nicht von Exxon oder anderen Firmen bezahlt werden, die Schäden wieder in Ordnung zu bringen. Ja, aber der Staat lebt natürlich auch von den Steuereinnahmen, die er erhält, dadurch, dass er Unternehmen besteuert. Und wenn die Unternehmen aufgrund dieser Katastrophen Verluste machen, dann sinken die Steuereinnahmen des Staates und damit seine Fähigkeit, auch diese Ressourcen oder die Folgen dieser Katastrophenereignisse zu bewältigen. Und die Kosten für das Kapital sind natürlich auch immens, weil von diesen Katastrophenereignissen bestimmte Kapitalfraktionen immer auch direkt physisch betroffen sind. Ja, die Landwirtschaft, ja. Das versichert irgendwann keiner mehr. Die Versicherungskonzerne, wenn sie es tun würden, würden irgendwann bankrott gehen. Die Rückversicherer, die haben jetzt schon Probleme eben. Also das ist etwas, was natürlich auch Rentabilitätsfragen und Funktionalitätsfragen für den Kapitalismus aufwirft. Geschweige denn von den Legitimationsfragen, die dadurch aufgeworfen werden. Also der zunehmenden Schwierigkeit eben, diese Produktionsweise und überhaupt die Form der gesellschaftlichen Reproduktion noch weiter zu legitimieren. Das sind Krisenmomente, die sich verschärfen werden. Also insofern stellt sich schon die Frage, ob man das unter den Bedingungen der gegebenen Gesellschaft noch so in den Griff bekommen kann. Man denke an die Energiewirtschaft, man denke an Frankreich, wo die Atomkraftwerke im Sommer jetzt runtergefahren werden müssen, weil kein Kühlwasser mehr da ist. Klar, ich meine, der Staat springt natürlich in gewisser Weise ein, ja, aber seine Kapazitäten, das zu tun, sind natürlich auch begrenzt. Und insofern werden sich da Probleme mehren, diese Katastrophenereignisse aufzufangen und auf eine Weise zu bearbeiten, die die Funktionalität der Kapitalakkumulation und gleichzeitig die Legitimation dieser Produktionsweise nach wie vor gewährleistet. Ja. Ja, und dann gibt es auch noch Beispiele, jetzt gerade aus dem Bereich Biologie, Ökosysteme, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Arten anpassen können, zu gering ist für die Geschwindigkeit des Klimawandels. Also es wird ja schon länger damit experimentiert, andere Baumarten in Deutschland anzupflanzen, um Wälder zu schaffen, die mit dem Klimawandel klarkommen. Aber man kann gar nicht so schnell übersehen, welche Arten geeignet sind, wie man sie jetzt eigentlich schon pflanzen müsste. Also irgendwie überholt sich da jetzt die Krise praktisch schon. Ja, klar, das ist, ich meine, es wird ja zum Teil schon mit Hölzern aus südlichen Gefilden in nördlichen Regionen experimentiert. Aber da stellen sich natürlich ganz andere Probleme nochmal. Also, weil die Winter halt auch im Norden noch kälter sind als im Süden, so dass die Gehölze dann vielleicht für die trockenen Sommer geschaffen sind, aber eben nicht für die kalten Winter. Also, das sind natürlich sehr komplexe Fragen. Also, man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt wird alles sozusagen gleich. Natürlich, also perspektivisch gleichen sich dann, also leben wir wahrscheinlich in 30 Jahren unter klimatischen Bedingungen, wie sie heute in Südfrankreich vorherrschen, ja, oder unter noch wärmeren Bedingungen, dann wird es so sein, dass sich bestimmte Pflanzensorten, Tierarten, die bisher nur noch heimisch sind, auch in unseren Breiten ausbreiten. Ja. Das ist durchaus denkbar, aber Ökosysteme sind äußerst komplex, ne, und wir wissen nicht, wie sie reagieren. Es ist ein Prozess des Trial and Error, des Versuchs und Irrtum, die Pflanzen zu züchten, die dann unter diesen veränderten Bedingungen wirklich auch eine Funktion erfüllen können, wie sie die bisher hier heimischen Pflanzen bislang erfüllt haben. Also in diesem Blog sollte es ja auch noch um den Themenbereich Autoritarismen gehen. Du hattest das ja schon im ersten Blog auch angerissen. Es gibt ja Tendenzen, die reagieren auf die zunehmende Krisenhaftigkeit in der Gesellschaft und die zum Teil relativ einfache Lösungen versprechen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, also wir erleben zurzeit den Aufstieg von rechten Kräften, ohne Zweifel. Ja. Und wir sehen, dass es zumindest eine Parallelität gibt zwischen der Zuspitzung der Klimakrise einerseits und dem zunehmenden Attraktivitätsgewinn von autoritären Lösungen andererseits. Ja. Die Frage ist, inwieweit gibt es nicht nur eine Parallelität, sondern inwieweit hängen diese beiden Phänomene auch miteinander zusammen? Ja. Ich würde sagen, der Aufstieg der Rechten ist vor dem Hintergrund von zwei Verunsicherungen zu sehen. Die erste Verunsicherung ist eine neoliberale Verunsicherung, die
eher eine klassenpolitische Verunsicherung ist. Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende soziale Ungleichheit in den Gesellschaften des globalen Nordens, in vielen Gesellschaften des globalen Nordens erlebt. Ja. Eine soziale Ungleichheit, die aber keinen politischen Ausdruck fand. Also in Deutschland ist das ganz stark verbunden mit den Hartz-IV-Gesetzen, die von der damaligen Schröder-Regierung erlassen worden sind. Ja. Schröder mit Hartz-IV, die Sozialdemokratie neoliberal gewendet, hat Klassengegensätze, wenn man so will, negiert. Sie haben versucht, Deutschland, den Standort Deutschland fit zu machen für die neoliberale Globalisierung. Das war ja auch ein ganz wichtiger Gründungsimpuls für ATTAC damals, ja. Der Widerstand gegen die neoliberale Globalisierung und so und dagegen, wie sie auf nationaler Ebene durchgesetzt worden ist. Wir hatten es also mit der Problemkonstellation zu tun, dass einerseits Klassenerfahrung, Prekaritätserfahrung, Ausgrenzungserfahrung, Verarmungserfahrung verstärkt worden sind, diesen Erfahrungen aber andererseits durch die neoliberale Wende der Sozialdemokratie eine politische Artikulationsmöglichkeit genommen worden ist. Die Sozialdemokratie war natürlich nie eine linksradikale Partei, aber sie war zumindest ein sogenannter Anwalt der kleinen Leute, der bestimmte Sorgen und Nöte artikuliert hat. Mit ihrer neoliberalen Wende ist sie als solcher Akteur weggefallen. Die Klassenerfahrungen wurden also politisch dethematisiert, obwohl sie im Alltag der Menschen fortgewirkt haben. Das haben die Rechten kapiert. Die haben das politisiert, die haben das regressiv politisiert. Nicht indem sie Klassenverhältnisse politisieren, nicht indem sie unten und oben Verhältnisse, den unten-oben-Gegensatz politisiert haben, sondern indem sie den sozialen Gegensatz, den die Sozialdemokratie dethematisiert hat, reinterpretiert haben als Gegensatz zwischen innen und außen. Also das Problem ist nicht oben gegen unten, sondern innen gegen außen. Sie haben also für Formen einer exklusiven Solidarität plädiert, eine exklusive Solidarität, die sich gegen Migrantinnen, gegen Geflüchtete richtet, die sich aber auch gegen andere insgesamt richtet, gegen queere Menschen, gegen Homosexuelle, gegen Frauen. Ja? Also das sind ja so die Feindbilder, die von den Rechten zum Teil, also gegen Feminismen jetzt, das sind die Feindbilder, die von den Rechten natürlich ganz stark hochgehalten werden. Also sie haben eine neoliberale Verunsicherung regressiv politisiert, indem sie einen oben-unteren Gegensatz, der von den linken Parteien, von der Sozialdemokratie allen voran, ja, nicht mehr artikuliert wurde, indem sie diesen Gegensatz in einen Innen-Außen-Gegensatz gewandelt und damit regressiv politisiert haben. Das ist die erste Verunsicherung. Die zweite Verunsicherung ist weniger eine klassenpolitische als eine identitätspolitische. Das ist eine Verunsicherung, die sich ja eigentlich auf eine positive Entwicklung bezieht. Diese positive Entwicklung, die besteht darin, dass traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit, von Geschlechtsidentitäten, von Geschlechterverhältnissen erschüttert worden sind, ja, von feministischen Bewegungen, von queeren Bewegungen, von migrantischen Bewegungen, von antirassistischen Bewegungen. Das ist eine enorm wichtige Entwicklung. Aber sie hat natürlich bei vielen zu Identitätskrisen geführt. Klassische Männlichkeiten sind erschüttert worden. Ja. Und auch das politisieren die Rechten. Ja. Sie wettern ja nicht nur gegen Geflüchtete und Migrantinnen, sondern sie wettern eben auch gegen queere Menschen, gegen Feministinnen, gegen Menschen, die eine andere Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung haben. Die Klimakrise überlagert beide Verunsicherungen und verschärft sie. Die Klimakrise wird von der Ampelkoalition etwa auf eine Weise bearbeitet, dass dadurch die neoliberale Verunsicherung verschärft wird. Die dominante Bearbeitung der Klimakrise besteht darin, dass vor allen Dingen die Ökologie, aber nicht das Soziale in den Blick genommen wird. Man muss sich nur die Politik der Ampelregierung angucken. Es kommt jetzt es wird künftig das Autofahren, das Heizen wird teurer, weil dafür dann eben auch Abgaben anstehen oder weil sozusagen die Mobilität und die Wärme, weil dieser Bereich eben auch perspektivisch Teil des Emissionshandels werden. Aber das als Kompensation gedachte Klimageld kommt nicht. Es gibt also eine ökologische Modernisierung ohne eine soziale Komponente. Wenn man so will, kann man sagen, die Reichen kaufen sich dann ihre Elektroautos, ja,
und den Armen wird das Fahren mit dem kleinen Verbrenner verteuert. Ja. Das hat eine soziale Schieflage. Dadurch wird diese neoliberale Verunsicherung, der Innen-Außen, der Oben-Unten-Gegensatz verschärft, ja, und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Rechten. Und die argumentieren ja auch ganz klar damit. Die sagen, ja, wir setzen uns gegen das Aus des Verbrenners ein. Ja. Wir verteidigen den deutschen Diesel und so weiter. Ja. Gleichzeitig wird die identitätspolitische Verunsicherung verstärkt. Ja. Also mit dem Angriff auf den Verbrennungsmotor wird die damit verknüpfte hegemoniale Männlichkeit verstärkt, die Petromaskulinität, wie Kara Adegit das genannt hat. Ja. Das ist etwas, was natürlich auch zu Gegenreaktionen führt. Ja. Wenn man so will, verdichtet sich in der Verteidigung der Petromaskulinität die regressive Politisierung der beiden Verunsicherungen. Petromaskulinität ist zugleich antiökologisch, also Petro, sie ist antifeministisch, maskulin und sie ist rassistisch, weiße Dominanz, ja, Dominanz des globalen Nordens. Ja. Hier sehen wir den engen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der Rechten einerseits und der Klimakrise, der Zuspitzung der ökologischen Krise andererseits. Wir haben es mit zwei zentralen Verunsicherungen, einer klassenpolitischen, einer identitätspolitischen zu tun, die jetzt erstmal an sich losgelöst von der Klimakrise sind, die aber durch die Klimakrise verschärft werden. Und genau das wird von den Rechten regressiv politisiert mit Argumentationsmustern, die letztendlich alles noch viel schlimmer machen. Und das ist ein großes Problem. Ja, ich habe mich mal wieder reingeschaltet, um den Chat ein bisschen auch in die Diskussion mit reinzutragen. Es ist eine Menge geschrieben worden. Ich pick ein paar wenige Sachen raus jetzt aus dem zweiten Block hier. Sehr spannend fand ich die Intervention. Politik sieht immer nur die Industrieproduktion. Wir müssen uns fragen, was wir wirklich brauchen und nicht erlauben, dass nur noch produziert wird, um Profit zu machen. Alternative Gemeinwohlökonomie, Recht auf Arbeit. Also ein Thema, was uns dann überführen wird in den dritten Block gleich, denn da klingen schon Fragen nach Alternativen an. Wirtschaft von unten, nicht nur von Kapitalisten ausgehend. Eine andere Frage nimmt ein Thema auf, was du so gestreift hast, sozial-ökologische Transformation. Und die Frage ist eigentlich, warum gibt es so wenig Diskussion über das Soziale in der sozial-ökologischen Transformation? Aufgehängt war die Frage an der industriellen Abrüstung, die uns ja wirklich zum Teil in den Schoß fällt hier. Diskussion um Meyerwerft, die Kreuzfahrtschiffe. Da wären Möglichkeiten da gewesen, aber das Argument der Arbeitsplatzverluste zählt so stark. Ja, Frage des Sozialen in dieser Transformationsdebatte. Und eine Frage, die finde ich auch sehr spannend. Gibt es denn irgendwo aus diesen Bemühungen, aus diesem Teufelskreis Kosten, Katastrophen, Ausbeutung auszusteigen. Gibt es also irgendwo außerhalb jetzt der Professoren und Bürgerinitiativen Zweifel an diesem System des permanenten und immerwährenden Kapitalismus, also im Sinne von groß und nicht auf kleiner Ebene? Ich glaube, ich lasse es mal bei den drei Fragen in Hinsicht auch auf die Zeit, denn wir wollen ja noch einen gleichen dritten Komplex uns angucken, der ja dann auch in die Zukunft führen soll. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen deuten ja oder leiten ja eigentlich eher schon zu dem dritten Block über, ja. Also die Frage der Gemeinwohlökonomie, ja, was gibt es jetzt an Alternativen jenseits der industriellen Produktion oder was gibt es vielleicht auch an Alternativen in der industriellen Produktion selbst, ja? Oder auch die Möglichkeiten auszusteigen, gibt es Zweifel am System des Kapitalismus? Ich würde sagen, ja, die gibt es, ja. Die Frage ist, wie artikulieren sie sich, ja? Die zweite Frage war eher nochmal eine, sagen wir mal, analytische Nachfrage. Warum wird so wenig über das Soziale in der sozial-ökologischen Diskussion, Transformation diskutiert? Ja, naja, gut. Ich würde sagen, es wird diskutiert und die Antwort auf diese Clever-From-Frage in der ersten Fragerunde bin ich darauf eingegangen, ja, dass das Soziale zunehmend auch in die Debatte über die sozial-ökologische Transformation eingeht, ja, also auch in die Debatte der Erdsystemwissenschaften zum Beispiel. Ja. Also da findet das zunehmend Berücksichtigung, ja, weil man eben sieht, wenn man
die ökologische Krise begreifen will oder wenn man Ansatzpunkte für ihre Bekämpfung identifizieren will, dann muss man eben das Soziale thematisieren. Also wenn die ökologische Krise ganz stark eine Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ist, dann muss man natürlich an diese Verteilung ran. Dann muss man eben das Soziale gemeinsam mit dem Ökologischen bearbeiten, indem man etwa die Reichen viel stärker besteuert und aus den Steuereinnahmen die ökologische Anpassung derjenigen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, also der Armen, dann finanziert. Ja. Da käme das mit rein. Ja. Und das wird zunehmend diskutiert. Ja. Es wird weniger in der offiziellen Politik diskutiert, beziehungsweise es wird in der staatlichen Politik zu wenig berücksichtigt. Ja. Der europäische Green Deal hat die soziale Komponente mit drin. Die Rede ist von der Just Transition, ja, dem gerechten Übergang in eine nachfossile Gesellschaft. Das ist übrigens eine Debatte, die auch in Gewerkschaftskreisen sehr stark geführt wird. Also die Gewerkschaften sind ja auch ganz starke Protagonisten, das Soziale in der ökologischen Transformation stärker zu machen und die ökologische Transformation auch danach zu bemessen, inwieweit soziale Kriterien, inwieweit arbeitsmarktpolitische Kriterien berücksichtigt werden. In der Regierungspolitik ist es schwierig durchzusetzen, ja, weil wir es mit einer Verschiebung von Kräfteverhältnissen zu tun hatten. Um die soziale Komponente in der sozial-ökologischen Transformation zu stärken, bedürfte es einer entsprechend fortschrittlichen Regierungskonstellation, die von sozialen Bewegungen gewissermaßen getragen und angetrieben, vor sich hergetrieben wird. Dann könnte zumindest punktuell das Soziale stärker berücksichtigt werden. Auch dann wären wir noch nicht in einer Konstellation, die über den Kapitalismus hinausweisen würde. Aber nichtsdestotrotz könnten soziale Komponenten verstärkt werden. Das passiert aber nicht. Und das passiert auch deshalb nicht, weil wir es mit Kräften zu tun haben, die in der Lage sind, genau das zu blockieren. Und das hat nicht nur mit den Kräften zu tun, sondern es hat auch mit der institutionellen Verankerung einer zutiefst antisozialen Politik zu tun. Es war nicht nur die FDP, die dafür verantwortlich ist, dass die Schuldengrenze heute gewissermaßen in der Verfassung steht. Das hätte die FDP als Kleinstpartei gar nicht alleine geschafft. Daran waren die anderen Parteien auch beteiligt. Und damit wurden die institutionellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass so eine Partei wie die FDP jeden Versuch, das Soziale in der ökologischen Transformation stärker zu berücksichtigen, blockieren kann. Und das ist ein erhebliches Problem. Wir erleben das ja jetzt in der Ampelkoalition. Die SPD und die Grünen würden ja sicherlich auch keine konsequente sozial-ökologische Transformationspolitik betreiben, aber ohne die FDP und ohne die institutionelle Verankerung der Schuldengrenze hätten sie zumindest mehr Möglichkeiten, durch soziale Maßnahmen den ökologischen Umbau abzufedern oder beides als eine gemeinsam anzugehende Aufgabe zu begreifen. Vielleicht so viel zu dieser Frage. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit ich auf den anderen schon eingehen soll oder inwieweit wir das dann aufgreifen, wenn wir jetzt über den dritten Block und damit über die Alternativen diskutieren. Ich denke, das sind sehr gute Schlagworte, die da waren. Gemeinwohl, Ökonomie, Wirtschaft von unten. Also Themen, die uns in den Block Hoffnung führen, Celia. Ja, ich habe tatsächlich vorher noch eine Nach- oder Rückfrage, weil ich habe sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden gelebt. Ich habe die erste Regierung, die von Wilders geduldet wurde, war ja nicht Teil der Koalition, miterlebt und jetzt auch wieder die Wende in den Niederlanden und die zunehmende Stärke hier der AfD. Und was mir aufgefallen war, wenn man sich die Wählerschaften angeschaut hat von diesen eher rechts zu verordnen oder rechts zu verordnenden Parteien, dass da viele Menschen drin waren, die sich zur Mittelschicht zählen und auch Selbstständige, die Angst hatten vor einem sozialen Abstieg. Und das wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, das Soziale mit reinzunehmen, zu sagen, wir beziehen uns nicht nur auf die Migrationsnarrative, also dass die etablierten Parteien das tun, sondern dass man sagt, wir adressieren viel stärker auch diese Angst vor dem sozialen Abstieg oder die Angst vor Einschränkungen oder Verlust, wenn man jetzt konsequenter klimaschonende Politik betreiben würde. Ja, klar. Ich meine, das ist die Frage des alternativen Narrativs. Also wie betreiben wir eine Klimapolitik, die nicht
versucht, Menschen mit der Angst vor der Katastrophe zu mobilisieren, sondern wie betreiben wir eine Klimapolitik, die zumindest eine gute, attraktive Erzählung im Schlechten in der Lage ist zu entwickeln. Also es wird schlechter werden, daran kann kein Zweifel bestehen. Das ist so. Ja. Aber es gibt die Möglichkeit, das Schlechte so zu gestalten, dass es vielleicht für viele Menschen auch besser wird. Ja. Ich will an eine Äußerung des vor einiger Zeit verstorbenen US-amerikanischen Stadtforschers Mike Davis erinnern, der mal gesagt hat, was Städte sozial gerechter macht, das macht sie auch ökologisch nachhaltiger und umgekehrt. Ja. Also wenn wir Städte so gestalten, dass sie künftig sozial gerechter sind, indem der ÖPNV kostenlos ist, indem Flächen entsiegelt werden, indem Hitzeinseln beseitigt werden, indem der soziale Wohnungsbau energetisch saniert wird, indem Menschen die Möglichkeit gegeben wird, unter steigenden Temperaturen, unter zunehmend widrigen Bedingungen ein einigermaßen erträgliches Leben zu führen, dann tun wir damit auch was für die soziale Gerechtigkeit und wir nehmen den Menschen die Angst vor die Zukunft. Ja. Wir müssen über Infrastrukturen nachdenken. Wir müssen Infrastrukturen ausbauen. Das ist schon immer eine Forderung von linken Kräften gewesen. Das ist eine Forderung, die heute zunehmend zu einer Überlebensnotwendigkeit wird. Wir brauchen gute Infrastrukturen im Bereich der Mobilität, der Gesundheitsversorgung, der Schaffung von Kühlungsräumen, der Anpassung an den Klimawandel, der Pflege und so weiter. Ja. Und wir brauchen das, um uns auf die Klimakrise einzustellen. Und wir brauchen das, um den Menschen im Schlechten ein einigermaßen gutes Leben zu ermöglichen. Und das wäre ein Narrativ, das die Linke entwickeln kann, das die Linke in den Vordergrund stellen könnte, mit dem sie auch in der Lage wäre, Mehrheiten für eine sozial-ökologische Transformation zu mobilisieren und den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Es gibt schon länger Konzepte, die sagen, eine Sozialpolitik oder eine soziale Absicherung ist Infrastrukturpolitik. Ja. Wir müssen gewissermaßen die Reproduktion der Einzelnen vom Einkommen abkoppeln und wir müssen Reproduktion und eine sichere, eine gesicherte Reproduktion als Zugang zur Infrastrukturleistung begreifen, und zwar als kostenlosen Zugang zur Infrastrukturleistung begreifen. Wenn Menschen Zugang zu den lebensnotwendigen Infrastruktur, zur Energieversorgung, zur Wasserversorgung, zur Gesundheitsversorgung, zu Wohnen und dergleichen, man könnte auch die Ernährung dazu zählen. Das ist auch eine Infrastruktur. Wenn sie kostenlosen oder jederzeit gesicherten, preiswerten Zugang, bezahlbaren Zugang zu diesen Infrastrukturleistungen haben, dann müssen sie sich um den sozialen Abstieg keine Gedanken mehr machen. Denn dann wird die Reproduktion nicht länger zu einer Aufgabe der Einzelnen und ihres Verkaufs der wahren Arbeitskraft auf dem Markt, ja, und des Erzielens eines großen, eines möglichst hohen Einkommens, sondern sie wird zu einer gesellschaftlichen Aufgabe. Sie wird gesellschaftlich jederzeit garantiert. Damit ist immer noch nicht gewährleistet, dass nicht auch Infrastrukturversorgung durch Katastrophen unterbrochen werden kann. Das kann immer noch passieren. Aber dagegen kann man sich in der Klimakrise letztendlich nicht hundertprozentig absichern. Man kann aus Erfahrungen lernen und kann versuchen, die Infrastrukturen klimawandelstauglich zu machen. Und darauf käme es an, allen einen bezahlbaren oder auch kostenlosen Zugang dazu zu garantieren. Das wäre eine attraktive Erzählung. Ja. Eine attraktive Erzählung unter bestimmten Vorzeichen, eine attraktive Erzählung unter den Vorzeichen der Krise. Die Krise ist da, die wird sich nicht verhindern lassen. Wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Und wenn wir das Beste daraus machen wollen, müssen wir gesellschaftliche Mehrheiten organisieren. Und wenn wir Mehrheiten organisieren wollen, dann müssen wir eben auch einigermaßen attraktive Erzählungen entwickeln, die den Menschen die Angst vor der Zukunft vom sozialen Abstieg nehmen, die den Menschen deutlich machen, mit mehr gesellschaftlicher Gleichheit, mit Zugang zu Infrastrukturleistungen können wir diese Krise gemeinsam bewältigen. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Erzählung im Moment ja oft dominiert wird durch Verzicht oder Freudlosigkeit oder dann regelrechte Hassströme sich ergießen über Menschen, die sich vegan ernähren oder die ihr Fahrrad irgendwo anstellen wollen oder was auch immer. Und man könnte ja auch viel stärker betonen, was der Gewinn an Lebensqualität ist, wenn man jetzt nicht ewig im Stau steht, man vielleicht gar nicht so viele Stunden arbeiten muss wie bisher
um sich eine bezahlbare Wohnung leisten zu können oder noch Zeit übrig zu haben für Freizeit, für Familie, für politisches Engagement, für nachbarschaftliches Engagement. Ja, also ich glaube, man kann da viel aus existierenden Debatten lernen. Also in jüngerer Zeit wird viel über die Fundamentalökonomie diskutiert. Es gibt eine internationale Gruppe von Ökonominnen und Ökonomen, das Foundational Economy Collective, die da ein sehr schönes Buch vor einigen Jahren vorgelegt haben, die Ökonomie des Alltagslebens, wie sie das nennen. Und das ist die Ökonomie der Infrastrukturen. Also das, was im Kapitalismus eigentlich als Voraussetzung der eigentlichen Produktion gilt, ja, obwohl es eigentlich das ist, was das Leben lebenswert macht. Also soziale, physische Infrastrukturen, ich hatte eben bereits einige aufgezählt, ja, der Zugang zu Bildungseinrichtungen, zu Kultureinrichtungen, zu Wasser, Energieversorgung, zu Pflege, Gesundheit, Wohnen und so weiter. Also all das, was wir brauchen und all das, was das Leben auch lebenswert macht. Das ist eigentlich im Kapitalismus etwas, was völlig missachtet wird. Ja, das wird in der Regel staatlich zur Verfügung gestellt, damit die eigentlichen ökonomischen Aktivitäten, in denen dann das große Geld gemacht wird, funktionieren können. Aber diese eigentlichen Aktivitäten sind eigentlich diejenigen, die zum Teil völlig sinnlos sind und die vielleicht bestenfalls noch sinnlos sind. Im schlimmsten Fall sind die äußerst destruktiv, weil sie ganz viel kaputt machen. Man sieht sich nur die Automobilproduktion an. Damit kann man tierisch viel Geld verdienen, ja, aber das geht auf Kosten der Natur und der Menschen. Aber es ist eine Aktivität, die Anerkennung verschafft. Wer im Vorstand eines solchen Unternehmens mitarbeitet und im Vorstand anderer Unternehmen mitarbeiten, die etwa innovative Finanzprodukte vermarkten, macht etwas, was gesellschaftlich eigentlich völliger Quatsch ist, völlig entbehrlich ist, ja, aber was aufgrund des Einkommens und des sozialen Status sehr hohe Anerkennung verspricht. Das gilt es umzukehren. Es gilt, die Ökonomie des Alltagslebens in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein Postulat, das in der feministischen Debatte schon lange erhoben wird. Ja. Wir müssen die Ökonomie umgestalten. Wir müssen sie vom Kopf der Profitlogik auf die Füße der Sorgelogik stellen. Ja. Es darf nicht länger das Profitmotiv, das treibende Motiv des Wirtschaftens sein, sondern es muss die Sorgelogik sein. Es muss eine Gebrauchswertorientierung sein. Die Ökonomie muss sich an den gesellschaftlichen Bedürfnissen orientieren. Wenn das gewährleistet ist, dann ist ein erster Schritt in Richtung einer nachhaltigen Ökonomie getan. Das ist natürlich nicht ganz einfach und es ist damit auch noch nicht gewährleistet, dass nicht die ökologische Krise weiter befeuert wird. Ja. Aber die Möglichkeit ist zumindest gegeben. Die Möglichkeit ist gegeben, weil die Ökonomie nicht mehr der Maxime der Profitmaximierung und damit auch nicht mehr der Maxime des Wirtschaftswachstums folgt, sondern einer Logik der Sorge und eine Logik der Sorge und der Gebrauchswertorientierung, die die Möglichkeit beinhaltet, die Ökonomie auch an nachhaltigen Kriterien, an ökologischen Kriterien, an den Restriktionen der äußeren, natürlich auch der menschlichen Natur auszurichten. Also ein Alltagsproblem, was ich und denke ich viele andere haben, ist einfach, wie setzen wir das um in der jetzigen Gesellschaft? Also wir können uns ehrenamtlich engagieren in unseren Arbeitsstätten, im Umfeld und so weiter auf lokaler Ebene. Und das, glaube ich, wird auch schon einiges erreichen. Aber reicht das dann letztendlich? Muss nicht eigentlich viel mehr passieren, zum Beispiel auch auf gesetzgeberischer Ebene, damit diese Veränderungen wirklich auf flächendeckend möglich werden? Ja, klar, müsste, ja, aber wie kommen wir denn dahin? Ja, das ist ja die entscheidende Frage. Ja. Also ich kann ja jetzt noch so sehr an die staatliche Politik appellieren, ja. Nicht zuletzt die Ampelkoalition hat gezeigt, welchen Illusionen ich damit aufsitze. Ja. Der Staat ist ja nicht einfach ein neutraler Akteur, der auf gesellschaftliche Anforderungen reagiert und die in eine rationale Gesetzgebung übersetzt. Das ist er ja nicht. Der Staat ist ein hochgradig vermachtetes Terrain. Ja. Er ist ein äußerst asymmetrisches Terrain, auf dem manche Interessen viel eher die Möglichkeit haben, sich mit Erfolg zu artikulieren und zu institutionalisieren als andere. Ja. Also die Interessen der Autoindustrie sind natürlich auf den staatlichen Terrains viel stärker verankert als zum Beispiel die Interessen von nachhaltigen Mobilitätsinitiativen. Ja. Man muss sich nur das deutsche Verkehrsministerium anschauen. Ja. Also das ist, wenn man so will, die Institutionalisierung des automobilen Konsenses. Ja. Die Politik, die dort in den letzten Jahrzehnten betrieben worden ist, ist fatal. Ja. Die haben die Bundesbahn runtergerockt, bis sie nicht mehr funktioniert. Ja. Die bauen weiterhin Straßen, wie sie
sind nicht bereit, eine rasch wirksame Maßnahme wie das Tempolimit auf den Weg zu bringen, weil das ja offensichtlich dem gesunden Menschenverstand oder zumindest dem Menschenverstand des deutschen Autofahrers widerspricht. Ja. Das sind Probleme. Ne? Und das deutet darauf hin, dass der Staat nicht einfach die Instanz ist, an die ich appellieren kann. Insofern kann ich natürlich sagen, es bedarf weitergehender Maßnahmen. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Historisch gesehen sind weitergehende Maßnahmen oder sinnvolle Maßnahmen auf der Ebene staatlicher Politik immer dann möglich geworden, wenn soziale Bewegungen an Wirkungsmacht und an Definitionsmacht gewonnen haben, wenn sie in der Lage waren, bestimmte Missstände so zu politisieren, dass die Politik überhaupt nicht mehr anders konnte, als sie zumindest in gewisser Weise aufzugreifen. Auch die Tatsache, dass Deutschland heute relativ weit fortgeschritten ist mit den erneuerbaren Energien, ist ja nicht einfach einer rationalen staatlichen Politik geschuldet, sondern einer Umweltbewegung, einer Anti-AKW-Bewegung, die seit den 70er Jahren gekämpft hat und die dann eben auch Expertise hervorgebracht hat, die von staatlicher Seite aus aufgegriffen worden ist. Der Hermann Scheer, der vor einigen Jahren verstorbene SPD-Umweltpolitiker, der sehr progressiv war und der viel zum Erfolg der erneuerbaren Energien beigetragen hat, hat das in einer seiner letzten Veröffentlichungen selbst auch so gesagt. Ja. Er hat gesagt, im Hinblick auf das Erneuerbare Energiengesetz aus dem Jahr 2000, dass dieses Gesetz nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht durch das Jahre- und jahrzehntelange Agieren von sozialen Bewegungen der Gedanke an die Machbarkeit und an die gesellschaftliche Wünschbarkeit von erneuerbaren Energien bereits gesellschaftlich so weit akzeptiert und so stark auch in die Institutionen eingegangen war, dann wäre das nicht möglich gewesen, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Also das waren letztendlich auch gesellschaftliche Prozesse und Politisierungsprozesse. Ich glaube, daran müssen wir ansetzen. Es ist alternativlos. Wir wissen, dass progressive gesellschaftliche Kräfte heute durchaus in der Minderheit sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Ansätze dafür, die zeigen, ja, es gibt mehrheitsfähige Anliegen und das lässt sich mobilisieren. Wir brauchen klare Forderungen, wir brauchen Forderungen, die deutlich machen, wenn wir die umsetzen, dann wird sich dadurch die Lage einer Mehrheit der Menschen deutlich verbessern. Und gleichzeitig werden damit Pflöcke eingeschlagen, die nicht mehr so ohne weiteres zu beseitigen sind, sondern die durchaus das Zeug haben, Dynamiken in Gang zu setzen, die über das bestehende kapitalistische System hinausweisen. Ein Beispiel dafür wäre die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine klimapolitische Initiative, aber sie hat natürlich auch einen umwelt- und klimapolitischen Gehalt. Ja? Denn wenn wenn ein Großteil des Wohnbestandes künftig öffentlich bewirtschaftet würde, dann bestünde natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, ihn ökologisch zu sanieren, die Energieintensität zu senken und gleichzeitig die Menschen, die darin wohnen, vor den Folgen der Klimakrise zu schützen. Diese Initiative hat, das ist wahrscheinlich bekannt, bei einem Volksentscheid im Jahr 2021 in Berlin die Mehrheit bekommen. Ja, also deutlich über 50% der Menschen haben sich dafür ausgesprochen, die Unternehmen wie Deutsche Wohnen und andere zu enteignen und den Wohnungsbestand unter öffentliche und demokratische Kontrolle zu bringen. Das ist beachtlich, ja. Die Frage der Umsetzung ist eine andere Frage. Und da zeigt sich natürlich wieder die Selektivität des kapitalistischen Staates. Da zeigt es sich, welche Kräfte eben mobilisiert werden und welche institutionellen Beharrungskräfte eben auch wirken, wenn es ans Eingemachte der kapitalistischen Produktionsweise, nämlich des Privateigentums, geht. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein Erfolgsbeispiel. Und andere Initiativen, die die Vergesellschaftung von Mobilität und anderes von Autokonzernen vorsehen, da ist ja auch ATTAC ganz maßgeblich daran beteiligt mit dem Ratschlag, der im März diesen Jahres stattgefunden hat, sind meines Erachtens weiterführend. Ja. Ich glaube, man soll sich nicht davon ermutigen lassen, dass es einfach momentan ein enorm schwieriges Geschäft ist, ja, weil der Wind von rechts weht. Ja. Aber ehrlich gesagt, uns bleibt keine Alternative, als in diese Richtung weiterzudenken. Wir müssen nachdenken über Alternativen, die einerseits konzeptionell transformativ sind, also die wegweisend sind, die sich nicht einfach so einfangen lassen, die Dynamiken in Gang setzen können, die über das Bestehende hinausweisen und die ganzen Vergesellschaftungsinitiativen sind solche Initiativen und die andererseits aber gleichzeitig gesellschaftlich mehrheitsfähig sind.
Also die deutlich machen, Leute, wenn wir das umsetzen, dann verbessern sich die Verhältnisse für sehr, sehr viele Menschen. Ja. Und in diese Richtung weiterarbeiten, Bündnisse schaffen, ja, mit Gewerkschaften, mit Umweltverbänden und auf diese Art und Weise handlungsfähig werden. Eine andere Alternative sehe ich nicht. Ja, das ist ein Appell, der eigentlich genau auch das aufnimmt, was im Chat sich so widerspiegelt. Es wird immer wieder Gemeinwohlorientierung angeführt, auch Zertifizierung in dieser Richtung. Die ehemals bestandenen und zerschlagenen Gesellschaften wie die Coop, die Neue Heimat, du hast die Bahn selber auch schon angeführt, die ja auch im Zuge des Versuchs, sie an die Börse zu bringen, angefangen wurde zu ruinieren. Und das geht ja bis heute so weiter. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass natürlich in diesen Bestrebungen es immer wieder auch das Problem Stadt-Land gibt, dass vieles dessen, was wir heute Abend ja auch hier angesprochen und diskutiert haben, doch eher in Richtung der Städte zielt und das Land da mit bedacht werden muss. Ja, das sind so Schlaglichter jetzt nochmal aus dem Chat. In Anbetracht der Zeit denke ich ganz kurz vielleicht darauf nochmal. Aber Celia, wenn ich das richtig sehe, ist das dann auch schon fast das Schlusswort für den heutigen Abend, ne? Ja, tatsächlich, wir sind schon fast am Ende. Ich habe dann am Ende auch noch ein, zwei Punkte, die ich gerne nennen würde, aber die sind allgemeinerer Natur. Also, Markus, sehr gerne von dir das Schlusswort. Ja, ich würde einfach diese Begriffe wie Gemeinwohlorientierung, Gebrauchswertorientierung jetzt mal unter eine große Begriffsfamilie stellen, im Wissen, dass es da natürlich nochmal erhebliche Unterschiede gibt zwischen einer Gemeinwohlökonomie, einer solidarischen Ökonomie und so weiter, dass die Schwerpunkte hier auch nochmal anders gesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz geht es im Kern darum, das Wirtschaften einfach einer anderen Logik zu unterwerfen. Nämlich nicht länger der Profitlogik, sondern einer gebrauchswertorientierten Logik, einer Logik dessen, was ist gesellschaftlich sinnvoll, was ist notwendig, was brauchen wir für ein gutes Leben, was ist das Notwendige, was ist das Schöne und wie kann das alles auch so produziert und gestaltet werden, dass dadurch keine negativen sozial-ökologischen Kosten produziert werden, die dann wiederum auf andere in Raum und Zeit verlagert werden müssen. Das ist, glaube ich, die Logik, der diese Ansätze jeweils folgen. Und das halte ich für ganz wichtig darin, das wirft die Eigentumsfrage auf. Ja, und da geht es wirklich an den Kernbestand auch der kapitalistischen Ordnung, auch wenn ich weiß, dass die Gemeinwohlökonomie nun auch jetzt viel mit kapitalistischen Unternehmen zusammenarbeiten, die mittels einer Gemeinwohlbilanz dann eben transformiert werden sollen. Ja. Aber letztendlich geht es durchaus auch um Fragen von Eigentum und Kontrolle. Es geht darum, demokratische Prinzipien, die bisher auf die politische Sphäre begrenzt sind, auf die ökonomische Sphäre auszuweiten. Das heißt also, die gesellschaftlichen Machtzentren zu demokratisieren, sie einer öffentlichen und demokratischen Kontrolle zu unterwerfen. Das halte ich für ganz zentral. Es geht nicht an, dass in Vorstandsetagen Entscheidungen getroffen werden, die Menschen heute und in der Zukunft betreffen, die überhaupt keine Chance hatten, am Zustande kommen, diese Entscheidung beteiligt zu werden. Das ist absolut undemokratisch. Das ist in der liberalen Demokratie erlaubt, ja, weil die liberale Demokratie zwar die politische Sphäre demokratisiert, aber die ökonomischen Machtzentren systematisch von demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten, von Möglichkeiten der demokratischen Kontrolle abschottet, ja, aber aus einer radikaldemokratischen Perspektive ist genau das zutiefst undemokratisch. Weil eben es die Möglichkeit für einige wenige schafft, Entscheidungen zu treffen, die viele betreffen und die ganz viele betreffen, die keine Möglichkeit haben, an zustande kommen, diese Entscheidung beteiligt zu werden. Und das gilt es zu ändern. Die Stadt-Land-Frage ist eine sehr wichtige Frage. Ja. Viele Initiativen entstehen auf einer städtischen Ebene, also Deutsche Wohnen enteignen, auch Mobilitätsinitiativen. Wir beobachten sie auf einer städtischen Ebene. Dabei wären auf dem Land die entsprechenden Initiativen noch viel wichtiger. Es gibt sie bestimmt, ja, und es gibt sie sicherlich. Ja. Viele soziale Bewegungen haben ja auch ihren Ursprung in ländlichen Regionen, nicht zuletzt auch Umweltbewegungen, Anti-AKW-Bewegungen, also die
die Bewegung gegen Castortransporte und ähnliche, die haben natürlich eine ganz starke Basis auch in ländlichen Räumen. Nichtsdestotrotz gibt es ein Stadt-Land-Problem. Und wenn wir über Mobilität, über öffentliche Mobilität sprechen, über die Verkehrswende, über die Mobilitätswende, da spielen diese Unterschiede zwischen Stadt und Land eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, auch hier spielt die Infrastruktur, ist die Infrastrukturfrage sehr zentral. Ja. Also wir wissen, dass wir eine Mobilitätswende brauchen. Aber wir wissen auch, dass wir die Mobilitätswende verkehrspolitisch allein nicht hinbekommen. In den ländlichen Räumen wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten unter der Vorherrschaft einer neoliberalen Politik systematisch ganz wesentliche Infrastrukturen abgebaut. Das geht immer noch weiter. Man denke nur an die aktuelle Krankenhausdiskussion. Also dass jetzt Krankenhauskapazitäten konzentriert werden sollen und dass viele Krankenhäuser in ländlichen Regionen geschlossen werden sollen. Das ist nur eine Fortsetzung einer Entwicklung, die vor einiger Zeit angefangen hat, die sich auf Schwimmbäder, auf Kultureinrichtungen, Bibliotheken, auf Schulen, Supermärkten, Arztpraxis und so weiter bezogen hat, natürlich auch auf den ÖPNV. Ja. Also infrastrukturell sind unter den Bedingungen einer neoliberalen Politik die ländlichen Räume zum Teil richtig ausgedünnt worden. Und das ist ein Problem, wenn wir heute über Mobilitätswende sprechen. Denn wenn ich diese lebensnotwendigen Infrastrukturen nicht in der Nähe habe und wenn gleichzeitig nur zweimal am Tag ein Bus fährt, dann bin ich auf ein Auto angewiesen. Dann werde ich gewissermaßen zu einer nicht nachhaltigen Mobilität gezwungen. Das kann man ändern, indem man sich für eine Infrastrukturausstattung von ländlichen Räumen stark macht, ja. Indem man sich dafür stark macht, dass all die wichtigen Einrichtungen der Nahversorgung, all das, was man zum Leben braucht, eben an den Orten, auch in ländlichen Regionen, wieder aufgebaut wird. Ja. Also darin zeigt sich auch die Bedeutung von Infrastruktur. Dadurch könnte das Stadt-Land-Gefälle in gewisser Weise natürlich nicht aufgehoben, aber in einer ganz bestimmten Hinsicht kompensiert werden. In funktionierenden Städten, also ich lebe in Berlin und in einem Stadtteil, wo ich alles fußläufig habe, alles, was ich brauche, also die Bibliothek, die Ärztin, verschiedenste Arztpraxen, die Lebensmittelläden, Cafés und einen guten ÖPNV, das ist alles fußläufig. Ja. Und das kann man natürlich nicht so ohne weiteres auf dünn besiedelte ländliche Räume übertragen. Aber nichtsdestotrotz kann durch eine bestimmte Infrastrukturausstattung das Leben in ländlichen Räumen besser gestaltet werden und gleichzeitig damit ökologischer gestaltet werden. Hier bewahrheitet sich wieder das, was ich eben in Anlehnung an Mike Davis gesagt habe, was eben nicht nur Städte in dem Fall, sondern eben auch ländliche Regionen sozial gerechter und lebenswerter macht, macht sie zugleich ökologisch nachhaltiger, weil in dem Fall ganz konkret Verkehrsströme reduziert werden, weil Menschen Zeit sparen, weil sie vielleicht Zeit gewinnen, um sich, die dann für andere Aktivitäten eben auch aufgewendet werden können, für Aktivitäten im Bereich ehrenamtliches Engagement, Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftshilfe, Pflege von Angehörigen und Kindern, eigener Weiterbildung und so weiter. Also für Aktivitäten, die Menschen ja auch verändern, die Menschen nicht spurlos zurücklassen, sondern die ihre Subjektivität verändern dahingehend, dass sie die Sensibilität, dass Menschen eine höhere Sensibilität für soziale und ökologische Fragen entwickeln. Aber dafür bedarf es der Voraussetzung. Dafür bedarf es der politischen und infrastrukturellen Voraussetzung. Und die müssen halt eben politisch erkämpft werden. Darin sehe ich eine ganz zentrale Herausforderung. Ja, das war auf jeden Fall ein wunderbares Schlusswort. Das geht für mich auch in die Richtung, die Rückgewinnung der ländlichen Räume auch als soziale Räume. Nicht nur, dass das Dorf wie eine Art Schlafstadt ist, sondern dass man wirklich wieder gemeinsam miteinander lebt, einen gemeinsamen Alltag hat, auch vor Ort und dafür nicht in die nächste Stadt muss. So, jetzt sind wir schon etwas über der Zeit. Ich weiß nicht, Michael, ob du noch irgendwas aufzurufen hast. Ansonsten würde ich jetzt nämlich einfach noch ein paar allgemeine, praktisch Housekeeping-Hinweise machen. Nee, ich denke, angesichts der Zeit, lass uns zum Ende kommen. Und es war auf jeden Fall ein total spannender Abend und ganz, ganz herzlichen Dank, Markus, für diese vielen Einsichten und Gedanken. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Moderation, die sehr gute Vorbereitung und vielen Dank für die guten Nachfragen im Chat.
Ja, dann möchte ich einmal noch kurz unserer Technik danken, natürlich allen, die hier teilgenommen haben und die, wie Markus referiert haben, wie Michael hier den Chat versucht haben, im Auge zu behalten und interessante Fragen zu extrahieren. Ich habe noch ein paar Hinweise. Einer ist, dass ja im Moment die europäische Bürgerinneninitiative Tax the Rich noch läuft. Bis zum 9. Oktober kann noch unterzeichnet werden. Die hat unter anderem zum Ziel, dass Geld über ein gerechteres Steuersystem dann zur Verfügung stehen soll für ökologischen und sozialen Wandel und Entwicklungszusammenarbeit, also was ganz gut anschließt an da auch das, was heute besprochen wurde. Generell gilt natürlich, egal ob ihr schon bei ATTAC aktiv seid oder nicht, es wäre toll, wenn euch das Webinar dazu motiviert hat, bei uns oder bei anderen Bewegungen tätig zu werden und euch zum Beispiel auch den Kampagnen anzuschließen, die zum Thema Klimageld und Lithium bei uns laufen. Oder auch einfach mal bei einer unserer Regionalgruppen dabei vorbeizuschauen. Und denn das ist was Markus ja auch gesagt hat, ist ganz wichtig, dass wir uns engagieren und auch gemeinsam einen entsprechenden Druck aufbauen, weil politische Veränderung nicht von allein passieren wird. Außerdem setzen wir natürlich unsere Webinarreihe fort. Und das nächste Webinar, das hat zum Thema Care für Gesellschaften. Das ist auch etwas, was Markus ja auch schon angesprochen hatte. Das ist eine Veranstaltung, die zusammen mit dem Flinterplenum von ATTAC organisiert wurde. Und die Referentin ist Alex Wischnewski, die unter anderem zu dem Thema gearbeitet hat, dass eine doppelte Privatisierung stattgefunden hat, gerade im Bereich Care oder Sorge. Also zum einen, dass Krankenhäuser und andere Bereiche einfach als Kapitalanlage genutzt werden und dass gleichzeitig aber auch eine Reduzierung staatlicher Aktivitäten und Kapazitäten stattgefunden hat in vielen Bereichen, die dazu führt, dass Menschen jetzt mehr Sorgearbeit übernehmen, häufig zusätzlich zu ihrer Berufstätigkeit und dass das überproportional stark auch Frauen trifft und dass dazu aber Gegenmodelle möglich sind und diese doppelte Entprivatisierung zu erreichen.